heute ist meine Motivation mal wieder richtig weit oben und damit, ja, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario The Origami King Refolded. Ganz genau, der wunderbaren Fanmod, die alles im Spiel einfach gut macht. Was halt schlecht ist. Ich bin wieder mega gehyped. Wir haben beim letzten Mal Toadtown erreicht und gegen riesengroße Goombas gekämpft. Und irgendwie, also es war ganz skurril. Und jetzt sind wir in den Graffiti-Dingern, weil die Brücke zu Peach's Castle kaputt ist. Jetzt müssen wir durch die Kanalisation einkommen. Aber mit Kanalisation kennt sich Mario aus. Ah, es ist so dunkel hier drinne. Das sieht nicht sehr freundlich hier drin aus. Sollten wir nicht das Licht anmachen irgendwie? Das ist eine gute Idee. Das hier sieht doch aus wie Lichter. Oh, die Musik. Oh yeah, die Musik. Ja, mal Peach und Mario als Graffiti. Das ist doch schön. Oh, guck mal, da ist jemand. Wer ist da? Du siehst sehr wichtig aus. Ja, ich bin gerettet. Oh, Mario. Ich muss hier runterrennen, um mich vor diesen Fallschergen zu verstecken. Es tut mir leid. Ich sollte natürlich mich selber erstmal vorstellen. Ich bin der Leiter des Museums in Toadtown. Glaube ich zumindest, ja. Das ist ein Museum. Da gibt es alle Collectibles, die Musik und Origami und alles andere, was du im Spiel so sammelst. Aber das ist wunderschön. Und ich habe sogar das legendäre U-Boot, die Supermarino. Ich hoffe, du kommst bald mal vorbei. Baba! Aber natürlich komme ich vorbei. Oh, Museum? Marino? Ich versuche mich später an diese Wörter zu erinnern. Jetzt sollten wir erstmal ein bisschen weitergehen. Los geht's. Das ist eine gute Idee. Gehen wir weiter nach unten. Oh, oh. Erstmal den Lichtschalter anmachen. Das sind viele Flap-Flaps. Und gegen die müssen wir auch kämpfen. Line them up. Ja. Fertig. Applaus für mich. Ihr wisst Bescheid, die Kämpfe sind wie immer nicht sehr anspruchsvoll. Das kommt noch. Das kommt noch. Wundervoll ist der erste hier raus und direkt der zweite. By the way, in der letzten Folge hat es häufiger in Kämpfen oder kurz danach mal gelaggt. Ich weiß gar nicht, woran das liegen könnte. Ich bin mit den Grafikeinstellungen minimal zurückgegangen. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Mal schauen. Oh, da sind ja noch mehr davon. Okay, wir müssen gegen ziemlich viele kämpfen scheinbar. Ich hoffe, wir kommen jetzt auch mal 5 Meter weiter ohne zu kämpfen. Boah, das war knapp. Das wäre nämlich echt schön. Ja, oh, sogar ein Herz. Brauche ich zwar nicht, aber schön, dass es das gibt. Noch weiter runter. Was sind Augen? Und wir müssen gegen die kämpfen für den Block. So, einmal rein da. Und dann mal schauen. Wieder neue Gegner natürlich. Damit der Kampf nicht raus. Oh mein Gott, und voll viele. Aber ganz entspannt. Eins. Zwei. Super easy. Hammer vor allen Dingen immer gut. Da muss ich das Timing noch üben. Da schaffe ich nämlich noch gar kein Exzellent. Aber jetzt. Gerade. Konzentrieren. Wieder nicht. Ist richtig schwer. Ist richtig schwer. So, 230 Coins nehme ich mit. Und ganz viel Konfetti. Das habe ich nämlich tatsächlich sehr nötig. Und ein Pilz. Den jetzt nicht, wir haben schon sehr viele davon, aber ist trotzdem schön. Oh nein, jetzt wieder ein Kampf. Oh, das sieht aber nach einem wichtigen Kampf aus. Oh, sogar ein Wave Battle. Ja, das schneide ich nicht raus, weil Wave Battles sind immer länger und die sind immer ein bisschen cooler zu machen. So. Gott, das ist auch wieder relativ entspannt. Aber ich glaube, es wird, also ist auf jeden Fall schwerer als die ersten Rätsel schon. Heißt nicht, dass sie schwer sind. Ich sag nur schwerer. Probleme habe ich noch nicht. Da seht ihr auch die ganzen Toads im Hintergrund. Das sind tatsächlich Toads, die wir gerettet haben. Umso mehr wir retten, umso mehr sitzen auf den Rängen. Great nur. Na, irgendwann, irgendwann. Boah, da gibt es jetzt sogar zwei Möglichkeiten. Ich nehme die Möglichkeit, weil ich das Timing vom Springen besser hinbekomme. Deswegen so. Wir hätten sie auch nach vorne ziehen können und mit dem Hammer arbeiten können. Aber wir kriegen ja Coins dafür, wenn wir die richtig gut machen. Und das ist wichtig. Wir haben auch erst 6500 Coins. Also wir sind noch richtige Geringverdiener.
Alles klar. Wundervoll sind sie auch alle down. Habt noch was? Nee. Da gibt's aber auch wieder die entspannten. Boah, ziemlich viele Coins sogar. 680 Coins. Und natürlich auch noch die, die hier auf der Overworld spawnen. Boah, die Schnipsel nehme ich alle mit diesem Boot wichtig. Das sieht aus, als wäre da was. Weird. Wir gehen einfach mal weiter. Oder ist schon Wasser? Wasser sieht auch richtig schön aus, finde ich. Herzlich willkommen in der nächsten Custom Area. Okay. Guys, das ist mal wieder eine Custom Area. Die ist so im normalen Spiel nicht... Die Mod ist geisteskrank. Kann ich ins Wasser hüpfen? Nein. Vielleicht suboptimal für Papier. Ey, ich feiere das ja mal mega krass. Rein da. Ich möchte kämpfen eigentlich aus dem Weg gehen. Okay. So viele coole Röhren, wo die nur alle hinführen. Ja, das sind die Röhren zu den Welten tatsächlich. Shortcuts. Aber die Frage ist, wie kommen wir hier jetzt weiter? Rechts? An der Truhe vorbei, wenn das geht? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir auch doch gegen diesen Swooper kämpfen. Nee, müssen wir nicht. Wie ein Profi dran vorbei. Einen Pilz nehme ich natürlich gerne mit. Kann man nach hier hinten? Ja! Oh, ich liebe das so zu erkunden. Das fühlt sich einfach an wie ein neues Game. Okay, das ist dann die normale Passage wieder. Die ist so im Spiel drin, glaube ich. Trotzdem möchte ich wissen, was hier hinten ist. Das hier sieht nämlich auch sass aus. Wo führt mich das hin? Auch hier hin. Okay, beide Wege führen nach Rom. Oh, guck mal. Da ist die Röhre, die uns vermutlich zu Peach's Castle führt. Deswegen ist da auch die Krone drauf. Oh nein, aber hier ist alles geflutet mit Wasser. Wir sollten vielleicht nicht nass werden. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Deswegen sollten wir uns hier mal genauer umschauen. Oh. Eine Kolonne an Ratzfratz oder wie auch immer die heißen. Besiegen wir die doch ganz schnell. Mal natürlich wieder schön auf die entspannteste Art und Weise bekämpft. Und wir bekommen dafür einen Faltkreis. Oh, guck mal, es ist wieder so ein Faltkreis. Heißt das, wir können damit irgendwie was machen? Ja. Ja, sieht gut aus. Ah, wir lassen jetzt das Wasser von oben ab, richtig? Richtig, und dann können wir da langsteppen. Aber ich möchte noch nach da hinten gucken, da ist noch eine Treppe und so. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ja. Scheinbar gar nicht, doch. Oh, das Wasser ist verschwunden, jetzt können wir da durch. Oh, guck mal, hier können wir mit Luigi runter. Es tut mir leid. Hier hinten kein Secret, schade. Aber natürlich eine Schatzkiste, in die wir reingucken wollen. Die Kanaldeckel als Schatzmini. Warum auch nicht? Wir haben sogar 100% hier. Aber Applaus dafür. Alles klar. So. Heißt aber nicht, dass wir hier fertig sind. Nur Coins? Was gibt's hier noch? Voll viel. Ah, schade. Okay. Nicht so schlimm. Gut, ich habe einmal aus Versehen Damage genommen, weil war ein bisschen lost von mir. Aber relativ entspannt. Da ist jemand drin, dem wir helfen müssen. Ein Toad, den ihr nicht sehen könnt. Mario! Danke dir, Papa, dass du mich gerettet. Und alle Toads haben wir scheinbar auch. Oh, hier ist noch ein Loch. Und alle Löcher haben wir auch, ja. Ist doch super. Dann bin ich doch gewillt, mit der Röhre zu Peach's Castle zu kommen. Oder? Ja, ey, die Musik, die feiere ich. Ist halt das Underground-Theme so. Aber ist trotzdem ganz cool, dass es das hier gibt. Freut mich. Hier wird nochmal gespeichert und wir kommen hier raus. Oh, guck mal, wir haben es auf die andere Seite gemacht. Das ist super cool. Ich meine, vielleicht sollten wir das ein bisschen feiern, aber halt nicht jetzt. Wir sollten vielleicht die
Mütze deines armen Bruders finden. Und dein Bruder vielleicht auch. Das ist keine schlechte Idee. Ah, da liegt das Card. Wie cool. Hm, was ist all das? Sieht aus wie ein bisschen Garbage, der hier so rumliegt. Wie gefährlich. Ja, das ist das Card von Luigi. Da hinten ist ein Block. Ja, gut, dass wir hier lang sind. Hier ist sonst nichts mehr. Okay, auch besser als der Sassus. Oh, die Blumen da hinten sehen aus wie die Krone von Peach. Auch strong. Oh, ich mag das so atmosphärisch mit diesen Wellen. Und dem Wind, das ist, hört sich richtig schön an. Hier passiert irgendwas? Nee, scheinbar nicht. Ist nur, zeigt uns nur, wo Luigis Mütze liegt. Direkt hier vorne. Und hier liegen 100er Coins, zwei Stück sogar. Nehme ich ganz gerne mit und Luigis Mütze natürlich. Schau mal, die Mütze von deinem Bruder. Jemand hat Luigi auf die Innenseite ganz klein geschrieben. Ist das etwas, das Luigi tun würde? Wo könnt ihr nur sein, Mario? Help me. Hilf mir doch. Oh, es fühlt sich so an, als könnte ich Luigis Stimme hören, die nach Hilfe ruft. Ich bin irgendwo komplett gefalten. Vielleicht irgendwo zwischen den Dimensionen. Irgendwer sollte mir bitte jetzt mal ganz dringend helfen. Da ist es schon wieder. Es hört sich an, als wäre er zwischen den Dimensionen gefangen. Aber wie könnte das sein? Ach, der arme Luigi. Mario, kann ich diesen Hut behalten in Erinnerung an Luigi? Es ist zu schade, dass wir ihn nicht finden. Wir sollten diesen Hut in Ehren behalten für Luigi. Wir sollten Luigi auch einfach mal finden, der da die ganze Zeit nach uns ruft. Vermutlich faltkreismäßig. Kann man das kaputt machen? Lol, kann man wirklich. Oh, da kriegen wir auch schön Schnipsel für. Ey, vergiss mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich Luigi synchronisieren soll. Das wird schwierig. Aber mal schauen. Ach, hier! Bam! Und nochmal. So, das da hinten sieht doch sehr sus aus. Ich bin direkt hier, Bruderherz. Da oben? Ah, ein Faltkreis natürlich. Das war mir schon klar, als er davon geredet hat, dass er zwischen den Dimensionen ist. Weil Olivia hat das ja auch schon in der ersten Folge gesagt, dass sie sich auch fühlt, als wäre sie so zwischen den Dimensionen. Und das ist Luigi scheinbar auch. Ah, ich bin frei. Das fühlt sich irgendwie auch ein bisschen komisch an. Ja, ist ja schön. Da retten wir dich doch erstmal. Ja, haha. Wow, das ist alles so super toll jetzt. Ah, ich bin so froh, dass dir wieder gut geht, Luigi. Mein Name... Oh. Ich bin so froh, dass dir wieder gut geht, Luigi. Mein Name ist Olivia. Und by the way, ich schulde Mario viel Zeugs für Dankeschön. By the way, kann es irgendwie sein... Also, kann es sein, als jemand, der dazwischen war, wundere ich mich, wie du da reingekommen bist in diese Zwischendimension? Ja, so ein Shy Guy, der hat mich hier so reingepuckt. Aber es war kein normaler Shy Guy, es war so ein dicker und ein bisschen geknickter Shy Guy. Und bevor ich wusste, wie mir geschah, hat er mich gefalten und mich direkt in die Wand gesteckt. Er hat gesagt, er kommt später wieder. Ha, wie fies von ihm. Das war einer der Fallschergen, aber ich habe gute Neuigkeiten. Dein Hut hat überlebt. Oh, mein Hut, aber was ist mit dem ganzen Castle passiert? Und wo ist Prinzessin Peach? Das sind Fragen, die ich mir entstellen muss. Ja, ich dachte, es würde dich freuen, deinen Hut wiederzusehen. Naja, mein Bruder, der hat Prinzessin Peach entführt. Das soll vorkommen. Oh, ja, okay. Ich sollte auf jeden Fall noch den Schlüssel finden. Mario, Mario rettet mich immer und dann wollte ich halt mal was Nices tun, so als Gegenleistung. Let's go! Oh, okay. Wir brauchen auf jeden Fall den Schlüssel, um in das Schloss zu kommen. Viel Glück, Luigi. Wir sehen dich später. Ja, gib mir meine Mütze, du blödes Viech. So, da
dann, was sollten wir als nächstes tun? Ich meine, wir müssen immer noch zu Peach's Castle. Aber sind hier irgendwelche Clues? Also, sind hier irgendwelche Hinweise? Ich weiß es nicht. Ich will doch stark hoffen. Coins auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich hätte gesagt, dass wir einfach mal auf entspannter Basis nach vorne steppen, um zu schauen, ob es da irgendwie weitergeht. Oder hier rechts. Nee, sieht nicht so aus. Hier sind nochmal Schnipsel drin, die wir nicht brauchen, weil wir voll sind. Ah! Nee. Okay, dann denke ich mal, dass wir außen rechts lang müssen. Ich find's weird, dass dieser Bereich extra geladen werden muss, aber das ist ja nicht schlimm. Ah, guck mal. Ah, Luigi hat das Kart mitgenommen. Das ist super toll. Jetzt können wir da bestimmt durch. Ja, das denke ich auch. Da vorne können wir sogar speichern. Wir haben gespeichert. Und hier geht's direkt weiter nach oben. Ja, sieht schön aus. Oh, ich glaube, wir haben das Schloss gefunden. Es ist ganz da hinten. Aber wie sollen wir nur durch diese Luftschlangen durchkommen? Die sind irgendwie über die ganze Welt verteilt. Oh, schau mal, die rote Luftschlange geht genau in diese Richtung. Wir sollten ihr vielleicht folgen. Vielleicht bringt sie uns ja irgendwo hin, wo wir hin müssen. Das ist doch eine wunderbare Idee, Olivia. Tun wir das doch direkt. Seht ihr das hier? Wo dieser Fallschirm drauf sitzt, das hier? Das sieht so aus wie diese Dinger, die bei Kartox im Laden sind. Irgendjemand muss mir helfen. Ich bin zwischen den Dimensionen. Ja, wir kennen das ganze Prozedere schon. Wie bei so Kartons aus dem Laden, wenn man da was kauft, kann man das aufmachen. Oh. Zack, rein da. So, nächster Kampf. Ich hoffe, ich krieg's hin diesmal. Es sind nur Goombas. Boah, das wird schwer sein. Nein, wir werden jetzt keine Toads. Wir können Toads rekrutieren. Wir können dann tatsächlich auch Rätsel ein Stück weit für uns lösen. Und wenn wir genug bezahlen, lösen sie es sogar komplett für uns. Aber doch nicht hierfür. Das ist doch ganz einfach. Vor allen Dingen, es sind nur Goombas. Also, come on. Skurril. Zack, 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 zack. Wundervoll, das war schon der ganze Kampf. Ich mag dieses Kampfprinzip von Origami King echt sehr. Natürlich nicht vergleichbar mit The Thousand Year Door, also Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor, wo das Kampfsystem halt so gut, perfekt und ausgereift war. Schade, dass es das nicht mehr gibt, natürlich. Aber ich finde, das von Origami King ist jetzt auch nicht schlecht. Ich bin sehr zufrieden damit. Oh, es ist ein Toad. Baba, danke für die Rettung. Nun kann ich zurück zu meinem Shop gehen. Der ist noch ein paar Minuten von dir weg. Du kannst ja mal vorbeikommen, wenn du möchtest. Waffen, Items und alle anderen Sachen an Dinge kannst du gerne holen. Baba! Oh, aber wie soll ich nur darüber kommen? Die Brücke ist ja zugeklebt. Wir haben mit Toadton alle Toads gerettet. Boah, sick. Also jetzt geht's hier los, aber. Wir machen das Ganze mal auf und ich würde sagen, wir schauen uns einen Laden mal an, weil die kennen wir ja noch nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Vielen Dank zum zweiten Mal. Ich werde direkt in meinen Shop sprinten. Und dir diesen Pelz dafür geben. Baba! Natürlich, ich komme doch schon. Ich komme doch. Ich bin doch schon unterwegs. Muss schon. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Shop war. Was macht er hier? Ich kann gar nicht genug von dem Wasser bekommen. Okay. Ich muss tatsächlich überlegen, wo der Shop ist. Ich glaube, dieses Gebäude hier links ist der Shop. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Doch, ganz genau. Hey, erinnerst du dich noch? Du hast mich gerade eben gerettet. Komm mal mit rein, Baba! Ich habe tolle Sachen für dich. Ich komme, ich komme. Das ist der Shop, da gibt es Items und andere Dinge. Schauen wir doch mal rein. Ist das real? Der Powerblock ist doch auch neu, oder? Ich will hier keine falsche Information zu verbreiten. Aber das Tanuki-Blatt ist doch safe neu. Dealing Damage zu allen. Also jeder Gegner bekommt tatsächlich Damage. Nehmen wir mal mit. Komm. 160 Coins, ja.
Nehmen wir doch mal einen mit. Kann man vielleicht im Kampf gebrauchen, wenn es sehr viele Gegner sind. Oder wenn man es nicht schafft, sie genau richtig hinzustellen und dann weniger Schaden macht, kann man nochmal mit einem Powerblock jeden Damage machen. Das ist doch schön. So, jetzt lass uns aber da oben mal weitergehen. Einfach hier rechts weiter, scheinbar. Da geht auch die rote Luftschlange hin. Sollten wir mal hinterhergehen? Wo führt uns das hin? Die Ladezeiten sind manchmal lang, aber das ist okay. Der Picknickpark! Wo wir erstmal 90% unserer Schnipsel verbrauchen dürfen. Aber legit, wirklich? Okay. Und ich weiß aus den Trailern, dass in dem Update 0.61 hier ganz, ganz viel verändert wurde. Deswegen, weiß ich, dass das hier auf jeden Fall eines der epischsten Gebiete werden wird, von denen ich weiß. Ich sehe da vorne schon Dinge. Oh, guck mal, das ist ein richtig schöner Ort hier mit dem Sonnenschein und allem. Es ist so schön. Ich glaube, wir sollten stoppen und ein Picknick haben. Nein, was denke ich da bloß? Wir dürfen nicht die Luftschlangen vergessen. Ja, dürfen wir nicht, Olivia. Das ist nämlich wichtig. Und auch nicht diese ganzen... Das ist ein neuer Gegner. Komplett customized. Den gab es vorher noch nie im Spiel. Guys, ich glaube, die Folge hier wird richtig episch. Also ganz, ganz viele neue Custom-Gegner, ganz viele neue Custom-NPCs. Ich habe mega Bock auf die Herbsthöhe. Oh, wir dürfen jetzt sogar gegen einen kämpfen. Komm, komm, komm. Ich habe mega Bock da drauf. Zeig mir, was du kannst. Eine Blume. Oder halt, mehr Blumen. Oh, aber sehr schweres Rätsel tatsächlich. Wow. Da können wir direkt mal den Hammer testen. Oh, ich habe den Namen nicht gelesen. Warte, können wir aber gleich nochmal. Crazy Daisy, also verrückte Daisy. Ich will auf jeden Fall welche down haben. Okay, hier müssen wir schon echt gut Damage dealen, damit wir den Schaden machen. Schön ist anders, nicht? Aber ist ja gar kein Problem. Für den einzig wahren Meister hier. Falsche Richtung, ist egal. Wunderbar. Und mit den Schuhen sollten wir hoffentlich genug Damage machen. Nein! Das sind ja mega krasse Leute. Uff. Ja, es wird anspruchsvoll, glaube ich, das Game. Das freut mich. So, jetzt nehmen wir euch aber raus. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ganz genau. Boah. Damit habe ich nicht gerechnet. Echt nicht. Krass, krass, krass. Oh, aber wir bekommen auch gut Herzen raus. Bitte, verhaltet mich nicht. Ich bin gleich da. Warte, bleibt doch stehen. Er rennt weg. Hier geht's rein. Ah, zu dem Block hier hoch. Eine Feuerblume. Wir stopfen noch das nächste Loch hier, natürlich. Das ist selbstverständlich. Wo ist denn er hingehüpft? Oh, ich weiß es nicht. Das ist nicht gut. Da sind Löcher im Boden. Oh, ich bin mir sicher, da ist irgendwo ein Toad drin. Dachte ich es mir doch. Jo, danke, dass du mich gerettet hast. Baba! Hier gibt es ganz schön viele Coins. Einmal angreifen von hinten. Wichtig, wichtig, wichtig. Warte, nicht alle einsammeln. Weil wir brauchen hier wieder welche. Jetzt können wir alle einsammeln. Also dieser Picknickpark sieht echt schön aus. Oh, da ist ein Toad, der so als Dings verkleidet ist. Verkleidet vor allem. Der zum Schmetterling gefalten wurde. Und hier ist auch nochmal ein Loch. Mit nochmal einem Toad drinne. Also Toads gibt es so viele, das ist unfassbar. Das hier sieht mir auch... Das ist kein Toad, das ist ein Koopa gewesen. Okay. Ganz viele neue Gegner heute oben. Oh, hey.
Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Toads. Ich gebe euch mal ein paar Coins. Ist das Game gecrashed? Nein, bitte nicht. Was? Ernsthaft? Oh nein. Okay, Guys, bei dem Kampf buggt das einfach ein bisschen rum. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich habe den jetzt kurz noch off-cam besiegt, weil ich dachte, was ist, wenn es wieder abstürzt? Aber es liegt tatsächlich daran, dass man die in der ersten Runde nicht richtig so hinstellen kann, dass es funktioniert. Und weil die Toads halt immer den Weg versuchen und wir die ja auch gefragt hatten, ist das Game tatsächlich gecrashed, weil die Toads nicht herausgefunden haben, wie sie den denn jetzt richtig hinstellen können. Passiert scheinbar manchmal. Müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Aber das ist dann ein Bug von der Mod und nicht vom Game. Und by the way, die Koopas sind geisteskrank stark. Da die auch eigentlich erst in der dritten Welt kommen, glaube ich. Oder in der vierten. Ich glaube sogar erst in der vierten kommen die das erste Mal vor. Ich weiß nicht genau. Das ist aber auch ein Koopa. Ah, Mario, ich habe dich gar nicht gesehen. Schön, dass du hier bist. Situation, was? Da hat jemand keine Textur. Oh nein, wir haben ein großes Problem. Was ist passiert, was ist passiert? Normalerweise stehen die so da und haben total Angst, so. Ist eine gute oder eine schlechte? Eine schlechte. Was ist los? Oh, aber hier können wir nochmal gegen einen Koopa kämpfen. Oh nein. Es ist aber ein Wave Battle, okay. Jetzt mal gucken, wie wir uns anstellen werden. Sieht human aus. Mit zwei Moves ist das nicht machbar, oder bin ich lost? Doch, ist machbar. Bin einfach nur lost. Wichtig. Mehr Damage, ganz wichtig auf jeden Fall, weil die halt wirklich recht stark sind. Wobei, eigentlich sollten die schon direkt down sein. Ja. Ich erreiche die nicht mit dem Hammer, oder? Ja, die sind oben in der Luft, ich erreiche die gar nicht mit dem Hammer. Ich muss sie tatsächlich auf den Boden runterkommen lassen. Alles klar. Ich bin einfach gleich tot. Wow. Ich muss mich heilen. 20 HP. Ja, rein da. Boah. Ich glaube, die Mod wird echt schlimm. Okay, aber wir haben gut geblockt. Das heißt, sie sollten jetzt eigentlich gar kein Problem... Ah, ich habe zwei Moves. Für zwei Sekunden dachte ich, hä, wie soll das machbar sein? Aber wir haben zwei Moves. Ganz entspannt, das Ganze hier. So, rein da. Als ob die noch überleben. Holy, ist das schwer. Das ist nicht schön jetzt. Sag ich euch, wie es ist. Das ist nicht schön. Boah. Ey, wenn die jetzt nicht down sind. Achso, stimmt, da war ja noch was. Ich muss einen Pilz essen. Kaum zu glauben. Es wird richtig heavy. Die können wir halt rausnehmen, glaube ich, und die anderen halt sowieso nicht. Deswegen ist, glaube ich, das hier besser. Ja. Okay. What?
Oh mein Gott. Ich verliere immer ein Leben mehr. Ich werde sterben. Wir versuchen zu fliehen. Und wenn nicht, sind wir jetzt halt einfach tot. Okay. Oh mein Oha. Oha, ist hier irgendwo eine Parkbank in der Nähe? Oha, ist das heavy. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass es schon in der ersten Welt so krass wird. Also, falls wir jetzt nochmal einen Gegner sehen, bevor wir was Krasses machen, bevor wir uns irgendwo hinsetzen und heilen können, also werde ich ganz safe... Nee, komm, wir zünden nochmal einen Pilz. Wir zünden zwei Pilze. Ich fühle mich echt richtig unsicher. Boah, war das heavy. Boah, ist das heavy. Die können wir auch speichern. Okay, okay. Es wird krass, Guys. Es wird krass. Oh, hier sind wieder die tanzenden Koopas. Es ist richtig schlimm, Mario. Ja, die Tür zum Erdpergamenton ist verschlossen. Zum Monument des Erdpergamentos. Wir kommen nicht mehr hinein. Die Tür wird sich erst öffnen, wenn die fünf heiligen Kugeln drinne sind. Aber vier wurden einfach geklaut. Und einer versucht, die fünfte gerade auch noch mitzunehmen. Wir müssen irgendwie wieder da reinkommen. Ja, Guys, aber wie wir da reinkommen, sehen wir erst beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Vielleicht werden dadurch meine Herzen bis zum nächsten Mal wieder aufgefüllt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.